Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und euch den Kurs der Fischereiforschung zu präsentieren, also ein bisschen die Geschichte der Fischereiforschung zu erläutern, den aktuellen Wissensstand und auch ein paar Zukunftsperspektiven zu geben. Das Thünen-Institut sagt vielleicht nicht jedem was, auch wenn es ein bisschen in den Nachrichten war in den letzten Jahren. Man muss eher sagen, die Thünen-Institute. Denn die Thünen-Institute sind ein Verband von 14 Fachinstituten aus den Forschungsrichtungen Fischerei, Forstforschung und Agrarforschung. Und nur drei dieser Institute beschäftigen sich mit der Fischerei. Das sind das Ostsee-Fischereiforschungsinstitut in Rostock und das Forschungsinstitut für Seefischerei und das für Fischereiökologie, die seit 2018 in Bremerhaven ansässig sind. Das Gebäude, vielleicht schon mal gesehen, ist ein bisschen futuristischer, kubistischer Bau, der nicht jedem gefällt. Ich kann sagen, innen ist es sehr, sehr schön und sehr sehenswert und ich arbeite eigentlich ganz gerne. Wie gesagt, dort zwei verschiedene Institute in einem Gebäude ansässig. Ich vertrete hier heute das Institut für Seefischerei. An diesem Institut gibt es fünf verschiedene Arbeitsgruppen: Meeresökosysteme, lebende Meeresressourcen, Mess- und Beobachtungssysteme, integrierte Meeresnutzungskonzepte und die ökonomischen Analysen. Ich arbeite in der Arbeitsgruppe für ökonomische Analysen, bin aber kein Ökonom. Ich habe, wie gesagt, Biologie studiert und danach Marine Ökosystemforschung, Fischereiwissenschaften in Hamburg. Diese Arbeitsgruppe ist eine sehr interdisziplinäre Arbeitsgruppe. Wir haben Biologen im klassischen Sinne, Fischereiökonomen und Kulturwissenschaftlerinnen eine und Sozialwissenschaftler, also die ganze Palette, um dieses komplexe, die komplexen Aspekte der Fischerei abzubilden und auch jenseits der Biologie weiterzuforschen. Denn Fischereiforschung ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Und um einen kleinen Einstieg zu geben, fange ich an mit der Geschichte der Fischereiforschung. Und die kann man nicht erzählen, ohne die Geschichte der Fischerei zu erzählen. Deswegen gibt es einen kurzen Einstieg in die Geschichte der Fischerei, sehr, sehr gerafft, und die Entstehung der Fischereiforschung. Fischerei ist eine der ältesten vormenschlichen Nahrungserwerbs. Sobald Menschen an Gewässer kamen, haben sie dort nach Essen gesucht, haben Meeresfrüchte gesammelt, Fisch gefangen. Erwiesenermaßen konsumierten bereits vor 200.000 vor Christus Neandertaler gefischte Fische. Und auch die Verbreitung des Homo sapiens folgte der Verbreitung, zumindest entlang der Küsten, den Wanderrouten von Fischbeständen. Dort, wo es reiche Fischbestände gab, bildeten sich Siedlungen. Und spätestens 60.000 vor Christus war es, glaube ich, ist der regelmäßige Konsum von Meeresfischen bei Menschen erwiesen. Viele Techniken des Fischfangs haben sich auch über die Jahrhunderttausende, muss man sagen, wenig verändert. Ein Haken ist heute noch jedem geläufig und also der findet in der Angelei Verwendung, findet auch in der Hochseefischerei Verwendung. Links ist ein Knochenangelhaken, der aus der Steinzeit stammt, und rechts ein Knochenangelhaken der Maori von Neuseeland, wie sie noch heute noch verwenden würden. Und das gilt für viele Techniken. Zum Beispiel, diese runden Boote, die mit dem englischen Begriff Curricle bezeichnet werden, findet man eigentlich auf der ganzen Welt. Das ist eine Darstellung von einem steinzeitlichen Britannia, der mit so einem Lederboot auf Fischfang geht. Das ist ein zeitgenössisches Bild aus Indien, gleicher Bootstyp, aber geflochten aus Kork. Und auch damit gehen die heute noch fischen. Da setzt sich dann ein Fischer in dieses kleine Korkboot, paddelt raus und angelt. Da kann nur einer drin sitzen und da kann man auch nicht sonderlich viel Fisch drin verstauen. Das heißt, über Jahrhunderttausende war der Fischfang auf solche einfachen Methoden beschränkt. Dann gab es mit den Fortschritten im Schiffbau aber eben immer mehr, immer bessere technische Möglichkeiten, Fischschwärme zu nutzen. Es gab größere Schiffe, mehr Besatzung, mehr Laderaum und so konnten auch weiter von der Küste entfernte Bestände immer stärker befischt und genutzt werden. Das ist mal eine Abbildung aus dem Hochmittelalter, 1568. Das Schöne ist, ich habe gesehen, so eine Reuse, wie der gute Mann da auf seinem Kahn hat, ist auch da hinten im Schaukasten. Also wer sich das sehr, sehr ähnliche live angucken möchte, ist da hinten zu sehen. Hier ist schon die Technik etwas weiter fortgeschritten. Es ist immer noch ein kleines Boot, der Mann benutzt ein Hebenetz. Und hinten sieht man auch schon einen Lastkahn, der eventuell auch Fischprodukte transportiert.
denn die Fortschritte beim Fischfang waren nicht die einzigen Fortschritte, die es gab. Meiner Meinung nach viel wichtiger waren die Fortschritte in der Konservierung. Denn ja, jahrtausende lang wurde nur frischer Fisch konsumiert und nur an der Küste. Aber mit den Fortschritten beim Trocknen, beim Räuchern und vor allen Dingen beim Einsalzen wurde Fisch zum Exportprodukt. Er konnte weit transportiert werden und lange gelagert werden. Und ja, wir sind hier in einer Hansestadt, der Hansestadt Bremen, und der Aufstieg des Hansebundes ist wirklich mit auf Fischgräten gebaut, denn die Hanse macht ihr Vermögen zum großen Teil mit dem Export von Fisch. Salzhering aus Schoen, also aus Südschweden und aus Dänemark, und Stockfisch aus Norwegen. Damit hat diese Hanse enorm viel Geld verdient und ist von einem Verbund von Handelsstädten zu einer Großmacht geworden, die sich mit anderen Ländern angelegt hat, Kriege geführt hat und so weiter. Wir sind wirklich mit Fischexport sind die sehr reich geworden. Und diese starke Nutzung, das viele Geld, das damit generiert wurde, hat auch schon damals zu einer Übernutzung der Bestände und zu Überfischungsphänomenen geführt. Man kann sich das vorstellen. Hier sieht man einen kolorierten Stich aus dem Hamburger Stadtrecht. Viele, viele Hanse kommen und die hatten Hunderttausende davon fahren und jede einzelne war aber zu irgendeinem Zeitpunkt ihres Lebens mal mit Heringsfässern vollgestopft. Und der Hering, der in Schonen gefischt wurde, mit dem die Hanse reich geworden ist, der hat das nicht ewig lange verkraftet. Und es ist erwiesen, dass der Niedergang dieser Heringsbestände auch zum Niedergang der Hanse beigetragen hat. Hering ist also damals schon und ist immer noch eine der wichtigsten Fischereiarten hier in Zentral- und Nordeuropa und war auch lange rätselhaft, denn die Populationsdynamik des Herings, wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Heringe erscheinen an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten. Sie sind dann unterschiedlich groß, haben verschiedene Fettgehalte. Und es war den Menschen im Mittelalter und auch noch danach lange ein Rätsel, was die Heringe eigentlich treiben, wenn sie gerade nicht auf dem Laichplatz sind. Das ging so weit, dass im Jahr 1746 Dr. Johann Andersen, der Hamburger Bürgermeister war und kein Biologe, sondern Jurist von der Ausbildung, sich eingehend mit der Populationsdynamik der Heringe beschäftigt hat. Er entwickelte die sogenannte Polarstammtheorie. Seine Theorie war, alle Heringe haben eine gemeinsame Heimat. Und im Nordmeer unter dem Eis, dort wandern sie hin, fressen dort das Plankton auf und wenn das Plankton noch weg ist, wandern sie wieder zurück nach Süden, trennen sich in einzelne Kohorten auf. Deswegen der Begriff, also er glaubte, daher würde auch der Begriff Heringe kommen, weil sie wie ein Heer marschieren. Und je weiter sie nach Süden kommen, desto weiter sind sie abgemagert. Damit erklärt er auch die morphologischen Unterschiede, die er beobachtet hat. Diese Theorie gab es sehr, sehr lange und sie galt lange als anerkanntes Wissen. Und erst in Mitte des 19. Jahrhunderts widerlegten norwegische Fischereiforscher diese Beobachtung, indem sie laichende und fressende Heringe in norwegischen Gewässern fingen. Und es hat sich noch jemand mit der Populationsdynamik dieser Heringe beschäftigt, nämlich Professor Dr. Friedrich Heinke. Von dem zumindest den Namen vielleicht auch schon mal gehört, denn Professor Heinke, also nach ihm ist eines der wichtigsten deutschen Forschungsschiffe benannt, die Heinke. Und er hat sich in seinem Buch Die Varietäten des Herings mit verschiedenen Heringsbeständen beschäftigt. Er hat morphologische Unterschiede, also Unterschiede im Körperbau, genutzt, um Heringsbestände zu differenzieren. Und die morphologische Charakterisierung von Beständen, die ist immer noch eine Standardmethode in den Fischereiwissenschaften. Und dann mit dem Etablieren dieser Methodik gilt er als einer der Gründerväter nicht nur der deutschen Fischereiforschung, sondern eben auch international. Ich habe jetzt ein paar Mal das Wort Bestand benutzt. Bestand ist immer, wenn man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, ist das Wort ein bisschen verwirrend. Wenn Fischereiwissenschaftler von einem Bestand sprechen, sprechen sie von einem räumlich begrenzten Vorkommen einer Art. Und dieses räumlich begrenzte Vorkommen lässt sich in der Regel auch durch morphologische oder populationsökologische Eigenschaften von anderen Beständen der gleichen Art unterscheiden. Das geht so weit, dass sich einige Bestände auch genetisch unterscheiden lassen, zum Beispiel beim Ostseedorsch. Und wenn Fischereiökologen von einem Bestand sprechen, meinen sie ein räumlich begrenztes Vorkommen, das sich aber vielleicht irgendwann im Laufe seines Lebens auch mit einem anderen Bestand vermischt.
und dann wird die Sache kompliziert. Zum Beispiel beim Hering, da ist die Bestandsforschung etwas weiter gegangen, als es in Professor Heinkes Zeit der Fall war, und mittlerweile sind sehr, sehr viele verschiedene Heringsbestände dokumentiert und untersucht und die Parameter sind festgehalten und ihr seht schon, ja, es gibt ziemlich viele verschiedene Heringsbestände, alle Laichen zu unterschiedlichen Zeiten haben unterschiedliche Fettgehalte und so weiter. Und die Bestandstrennung, ja, beschäftigt Fischereiforscher noch heute. Professor Heinke hat sich nicht nur mit den Heringen beschäftigt. Er hat ein Buch geschrieben, auf das ich bei den Recherchen für diesen Vortrag gestoßen bin. Und das nennt sich Die Überfischung der Nordsee und die Schutzmaßregeln dagegen. Und abgesehen von dem etwas altertümlichen Wort Schutzmaßregeln könnte dieser Titel, finde ich, genauso auch heute auf einer Veröffentlichung stehen. Denn schon im ausgehenden 19. Jahrhundert war Überfischung in der Nordsee Thema. Dieses Buch ist genau genommen ein Tagungsbericht, denn die britische Regierung hatte zu der Zeit eine Kommission einberufen, die darüber beraten sollte, wird die Nordsee überfischt oder nicht. Denn in der Nordsee hatte sich sehr, sehr viel getan. Wo jahrhundertelang noch mit solchen Segelloggern gefischt wurde, wo wenige Männer drauf waren, die die Netze mit reiner Muskelkraft eingeholt haben, sind ab dem ausgehenden 19. Jahrhundert immer mehr Dampftrawler auf den Plan getreten. Also dampfmaschinengetriebene Schiffe, die auch mit Dampfkraft die Netze einholen konnten und sehr viel mehr Fisch fangen konnten. Das ging sehr, sehr schnell. 1878 lief der erste vom Stapel. 15 Jahre später waren allein aus England 500 Stück mit 24.000 Tonnen unterwegs. Andere Nationen zogen nach. Und die Nordsee hat eine erste große Fischereiwelle erlebt, wo dann auch irgendwann merklich wurde, dass die Fänge runtergehen. Deswegen wurde diese Kommission einberufen. Professor Heinke spricht sich in seinem Bericht gegen Schutzmaßregeln und gegen eine Einschränkung der Fischerei aus, weil er keine wissenschaftliche Evidenz für eine Überfischung sieht. Das ist natürlich aus heutiger Sicht streitbar, aber ich fand, als ich das gelesen habe, er hat damit auch einen ganz interessanten Grundstein gelegt, nämlich er hat die Notwendigkeit international koordinierter Forschung erkannt. Da müssen sich die teilnehmenden Nationen koordinieren, sie müssen gemeinsam Pläne entwickeln und ihre Methoden standardisieren, darauf legt er sehr viel Wert. Und die Schutzmaßnahmen, von denen er berichtet, die in dieser Kommission diskutiert wurden, die klingen auch sehr zeitgemäß. Das ist eigentlich auch das, womit heute geschützt wird. Anlandeverbot untermaßiger Fische, Schonzeiten, technische Regularien, welches Netz darf ich benutzen, welche Maschenweite darf das haben, Schutzzonen, wo gar nicht gefischt werden darf. Also diese Managementmaßnahmen, die waren auch schon vor 120 Jahren bekannt und wurden genutzt. Aber er legt eben auch in seinem Bericht die Priorität auf eine ungestörte Entwicklung der Hochseefischerei. Denn leider war es, oder nicht leider aus heutiger Sicht, aber zu der Zeit war es üblich, dass Fischereiforscher auch in irgendeiner Form in Verwaltung und Förderung der Fischerei involviert sind. Anderes Beispiel ist Walter Herwig. Er gilt als einer weiterer Gründervater der deutschen Fischereiforschung. Er ist auch ein Namensgeber für ein Forschungsschiff. Und der Mann war eigentlich Verwaltungsbeamter, der sich sehr für die Förderung der Fischer eingesetzt hat, der ihre soziale Absicherung sicherstellen wollte, der sicherstellen wollte, dass ihre Familien versorgt sind, wenn ihnen etwas passiert, der aber eben auch die Meeresforschung ganz stark gefördert hat. Er war der erste Präsident des Zentralausschusses für internationale Meeresforschung, der heute International Council for the Exploration of the Seas heißt, kurz ICES. Das ist eine sehr, sehr wichtige Vereinigung, die uns nochmal begegnen wird in dem Vortrag. Ja, die beiden Weltkriege bremsten die Entwicklung der industrialisierten Fischerei, aber eben nur kurz. Als der Zweite Weltkrieg beendet war und wieder mehr Material, Männer, Sprit und so weiter zur Verfügung stand, wurde die Hochrüstung der Fischerei wieder voll angetrieben. Das obere Bild ist 1953, die Bremerhavener Dampfflotte, die größte Deutschlands zu der Zeit, läuft aus. Und das waren nicht nur diese vier, sondern das waren Tausende, die in Bremerhaven lagen und die zum Fischen in die Nordsee rausgefahren sind. Und um diese stetig wachsenden Fischereiflotten bedienen zu können, mussten neue Fanggründe erschlossen werden, neue Arten gefunden werden. Und damals war auch das eine Aufgabe der Fischereiforschung.
neue Bestände zu finden, die befischt werden können. Das untere Bild, die aus der DDR-Hochseeflotte später, also 1989 aufgenommen, die DDR-Flotte hat Erkundungsfahrten in die Antarktis unternommen, um da nutzbare Fischbestände zu finden. Hatten Fischereibiologen an Bord, die das Ganze dokumentieren sollten. Und ja, bis zum Ende wurde da versucht, noch weiter das Planziel zu übertreffen und immer noch mehr Fisch zu fangen. Diesen Druck, ja, den hielten die Fischbestände aber eben nicht ewig stand. Und in ja, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden die Belastungen immer deutlicher und die Zusammenbrüche reihten sich aneinander. Hier mal ein paar Beispiele: Nordseehering. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kollabierte dieser Bestand. Einer der größten der Nordsee und sehr, sehr viel Geld, das dahinter steckte. Dann als nächstes der Nordseekabelherr, 80er Jahre. Da gingen die Fangmengen massiv runter. Nordseescholle. Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre gingen die Fänge massiv runter. Und das setzte sich auf der ganzen Welt weiter fort. Die industriell genutzten Bestände gingen massiv zurück. Und ja, für mich in meiner Wahrnehmung eine der großen Katastrophen, die industrialisierte Fischerei hervorgebracht hat, ist der Kollaps des Neufundland-Kabeljau. Dieser Bestand galt als der größte Bestand der Welt. Die Basken, die den zuerst mit Segelschiffen entdeckt haben vor 100 Jahren, die berichteten davon, dass sie nicht mal Netze brauchten. Sie haben Eimer genommen. Sie haben Eimer ins Wasser gelassen, sie wieder hochgezogen, die waren voller Fisch. So viel war das. Hochseeflotten aus aller Welt fuhren dahin und fingen Kabeljau. Der war ein Fischstäbchen, ein Störerfilet, ein Fisch, ein Chips, Suppe, Stockfisch wurde draus gemacht. Alles wurde aus diesem Kabeljau produziert. Und es war lange ein Rätsel, warum vor dem Zusammenbruch diese Fänge so stark anstiegen. Ja, es kamen immer mehr Schiffe auf die Fangplätze, aber die einzelnen Schiffe hatten kurz vor dem Zusammenbruch auf einmal volle Netze. Und sie wussten, und es war lange unbekannt, warum kurz vor dem Zusammenbruch die Fänge so hoch gingen. Das Phänomen, das dahinter steckt, nennt sich Hyperaggregation. Das heißt, der Bestand, weil er so stark genutzt wird, zieht sich auf immer weniger Laichplätze zurück und konzentriert sich dort. Und wenn ich an diesem Laichplatz fische, habe ich natürlich das Netz voll. Denn dann habe ich die letzten verbliebenen Kabeljau im Netz. Und deswegen kam dieser Zusammenbruch ja für viele innerhalb weniger Jahre und gefühlt sehr plötzlich. Eine ganze Region hing da dran, ein ganzer Wirtschaftszweig. Und diese Fischerei musste eigentlich von einem Tag auf den anderen eingestellt werden. Es gab Aufstände, randalierende Fischer mit Stöcken und Fackeln. Also es war wirklich in den Nachrichten. Und einer der großen Wendepunkte, würde ich sagen, der Wahrnehmung der industrialisierten Fischerei. Diese Bestände wurden schon damals gemanagt. Es gab schon damals ein Ziel, nämlich das Konzept des maximalen Dauerertrags. Maximum Sustainable Yield im Englischen, das ich ein bisschen treffender finde, oder MSY. Das heißt, wir wollen den maximalen Ertrag rausholen, den wir jedes Jahr wieder rausholen können und der Bestandsgröße nicht schadet. Damals war diese Nutzungsform nur an der Bestandsgröße ausgerichtet. Das hier ist eine logistische Bestandsgruppe, das heißt, der Bestand wächst und wächst und wächst und wächst und wächst und irgendwann treten dichteabhängige Effekte ein. Es gibt Konkurrenz und Nahrung und so weiter und der Bestand kann nicht weiter wachsen, hat seine Kapazitätsgrenze erreicht. Parallel dazu oder dazu die Nachwuchs- oder Nachproduktionsrate des Bestandes wird höher und höher und höher und irgendwann fängt sie an, mit den dichteabhängigen Effekten wieder zu sinken. Damals wollte die Fischereiforschung Bestände so managen, dass sie möglichst schnell nachwachsen. Die Zielgröße war also, den Bestand auf der Hälfte seiner Kapazität zu halten, denn da wächst er maximal schnell nach. Das Problem ist, um das zu machen, muss ich diese Kapazitätsgrenze kennen. Ich muss also abschätzen können, wie groß kann der Bestand werden. Und das ist in der Praxis sehr, sehr schwierig. Diese maximale Bestandsgröße wird oft überschätzt und die Bestände viel zu stark genutzt. Heute sind wir ein Stück weiter und heute funktioniert das Management auch ein bisschen anders. Und darüber möchte ich als nächstes sprechen. Wie machen wir heute Fischereiforschung und welche Empfehlungen geben wir für das Management? Meine Beispiele richten sich natürlich sehr stark am Nordostatlantik, an der EU aus und an dem, womit ich jeden Tag arbeite. Wir können gerne im Nachhinein nochmal über internationales Management sprechen und da weiß ich vielleicht ein bisschen weniger, aber ein bisschen was weiß ich auch. Im modernen Fischereiassessment werden sehr viel mehr Parameter berücksichtigt als nur die Bestandsgröße. Das Ganze wird koordiniert vom
ICES, vom International Council for the Exploration of the Seas, was wir vorhin schon hatten. Da gibt es Arbeitsgruppen, die sich spezifisch mit einzelnen Arten oder Beständen oder Bestanden, Artgemeinschaften auseinandersetzen, zum Beispiel mit demersalen Arten. Demersal ist jedem klar. Ne? Demersale Arten sind bodenlebende Arten. Also alles, was sich zumindest den Großteil seines Lebens nah am Boden aufhält. Das Gegenstück dazu sind die pelagischen Arten, also die Arten, die meiste Zeit im Freiwasser unterwegs sind. In dem Assessment-Prozess wird eine Höchstfangmenge festgelegt, der sogenannte TAC oder Total Allowable Catch. Und diese Höchstfangmenge wird gleichmäßig zwischen den teilnehmenden Fischereinationen aufgeteilt nach einem festen Verteilungsschlüssel. Das besteht so seit 1983, dieses Prinzip nennt sich relative Stabilität. Hier habe ich mal das Beispiel, die Höchstfangmenge des Nordseeherings und wer wie viel vom Kuchen abbekommt. Norwegen groß dabei, Dänemark und die UK, Niederlande, ja auch den Rest teilen sich so ein bisschen die Deutschen und die Inselnationen unter sich auf. Das heißt, woran gedreht wird, ist nur, wie groß ist unsere Höchstfangmenge. Der Aufteilungsschlüssel immer gleich, das ist eine wichtige Sache, auf die kommen wir auch nochmal zurück. Aber wie kommt man zu so einer Höchstfangmenge? Das ist ein etwas moderneren Assessment mitgebracht und die zeigen schon ein paar der wichtigsten Parameter, die ins Assessment eingehen. Einmal die Biomasse des Laicherbestandes, abgekürzt in der Fischereiforschung oder mit Groß B. Dann die fischereiliche Sterblichkeit, also der Anteil des Bestandes, der jährlich entnommen wird, das ist Groß F. Die Anlandung aus der kommerziellen Fischerei ist die rote Linie, die große rote Linie. Die Reproduktionsrate, die sehr schwer abzuschätzen ist, aber sehr wichtig, wenn man sich überlegt, wie viel kann ich jetzt entnehmen, wie stark wächst der Bestand nach. Und hier nicht aufgeführt ist die natürliche Sterblichkeit, wird von den Fischereiforschern mit N abgekürzt. Natürliche Sterblichkeit ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, wird meistens mit feststehenden Parametern gesetzt, einfach weil die Erkenntnisse dazu so schwer zu sammeln sind. Aber durch die Modellierung und die moderneren Ansätze gibt es auch da ein paar Änderungen. Wie werden diese Parameter erhoben? Ja, dazu wird eine ganze Menge Aufwand betrieben. Zum einen müssen alle Fischer in europäischen Gewässern alle Fänge, die sie machen, dokumentieren. Einmal im Logbuch auf See und einmal beim Anlanden im Hafen. Und dass das passiert, wird von zumindest in deutschen Gewässern, von den Fischereiaufsichten des Bundes oder der Länder auch überprüft. Das hier ist ein Bundesfischereiaufsichtsschiff der Seefalke, davon gibt es insgesamt 4. Und die sind auch wirklich also international auf Fangplätzen unterwegs, überall wo deutsche Fischerei präsent ist und kontrollieren eben, dass die Vorgaben da eingehalten werden. Und das machen eben nicht nur die Deutschen, sondern alle EU und alle angrenzenden Nationen haben solche Schutzboote, die solche Aufgaben erfüllen. Außerdem, machen meine Kollegen vom Thünen-Institut, schicken wir eine Probe auf Fangschiffe. Hier haben wir ja einen der Kollegen bei der Arbeit auf einem kommerziellen Schiff. Das heißt, die erfassen dort alles, was ins Netz geht, alle Beifänge, alle auch Zielarten und sie nehmen ganz viele Proben und Messungen vor. Sie machen Längenmessreihen, Gewichte und so weiter. Das ist ein ziemlich einsamer Job, denn sie sind alleine als Beprober auf einem ansonsten kommerziellen Fangschiff. Habe ich mich mal gefragt, wie nimmt man alleine eine Messreihe, wenn man die ganze Zeit Fische anfasst und gleichzeitig protokollieren muss, die haben Headsets. Die erzählen sich das selber und wenn sie nicht auf dem Fangplatz sitzen, sitzen sie auf Kabine, hören sich ihre eigene Probennahme an und füllen dann die Protokolle aus. Und das mal 3 Monate auf dem Schwarmfischfänger vor Island zu machen, ist ein relativ harter Job. Wir beproben aber nicht nur die kommerzielle Fischerei, beziehungsweise nicht wir, sondern ja, meine Kollegen, sondern wir fahren auch selber Forschungsfischerei-Surveys. Das sind jährlich wiederkehrende Reisen. Ich habe hier 2 unserer 3 Forschungsschiffe abgebildet. Das linke ist die große, die Walter Herrich, und das rechte ist die kleine oder die Solea. Und diese Forschungsreisen sind international koordiniert, wie sich das Professor Heinke damals vorgestellt hat, wie es sein sollte. Sie werden von mehreren Nationen oft gleichzeitig und in Abstimmung gemacht und sie dienen hauptsächlich in der Feststellung der Trends, die diese Bestände durchlaufen und auch zum Beispiel Trends in der Längenverteilung der Fische oder in des Ernährungszustandes, des Gewichts. Ja, es werden sehr, sehr, sehr viele Parameter da genommen. Hier einmal das obere Bild ist ein kleiner Kabeljau oder Dorsch in der Nordsee, in der Ostsee, ich denke es ist ein Ostseedorsch von der Färbung her. Der liegt da auf der
auf einer Bearbeitungsstation, das heißt, der ist hier gerade gemessen worden, wird gewogen, danach wird er, ja, ist bereits schon tot an dieser Stelle, und dann wird er geöffnet, die Leber wird entnommen, die Gonaden und ja, von all diesen Organen werden Proben genommen und später im Labor untersucht. Es geht nicht nur um Fisch, es geht auch um, ja, oder es geht auch um sehr junge Fische, in dem Fall um Larven und um Eier. Das linke sind Heringslarven, das rechte sind, würde ich sagen, Makreleneier. Auch die werden gefangen und von denen werden Proben genommen, um das Rückschlüsse aufs Reproduktionsgeschehen zu schließen. Und ja, gerade diese Eierbeprobungssurveys sind eine sehr spannende Angelegenheit, weil man die wirklich suchen muss. Und ja, ist eine schwierige Sache, aber liefert sehr, sehr spannende Ergebnisse und ist sehr wichtig fürs Assessment. Eine der wichtigsten biologischen Proben, die zumindest, wenn ihr euch auf Meeresbiologie konzentrieren wollt, euch irgendwann begegnen werden wird, sind Otoliten. Otoliten sind Gehörsteinchen, die eigentlich ja im sozusagen Mittelohr der Fische sitzen und der Lagerorientierung dienen. Also ja, beim Menschen wäre es so ungefähr hier, beim Fisch eben ein Stück hinterm Kopf. Und das Schöne an den Otoliten ist, sie bilden Jahresringe, wie Bäume. Das heißt, wenn man die entnimmt, kann man an diesen Jahresringen zählen, wie alt der zugehörige Fisch war. Und das ist nicht die einzige Information, die sie liefern, sondern sie sind auch noch zwischen einzelnen Beständen, sind sie unterschiedlich. Man kann also auch einen Fisch, von dem man keine Ahnung hat, wo man ihn gefangen hatte, könnte man theoretisch damit einem Bestand zuordnen. Man kann gucken, wie stark sich Bestände an einzelnen Punkten vermischen oder eben auch wieder trennen. Und mittlerweile ist es sogar möglich, sie biochemisch zu analysieren. Das heißt, es wird mit Lasern eine Probe aus einem Jahresring heraus verdampft und der Dampf spektrometrisch auf Isotope analysiert und man kann feststellen, wo sich der Fisch zu diesem Zeitpunkt seines Lebens befand, in welchem Meeresgebiet. Das ist ja eine ziemlich fortschrittliche Analysetechnik, sehr, sehr abgefahren und liefert spannende Ergebnisse, zum Beispiel beim Ostseedorsch. Es wird nicht nur gefischt, sondern es gibt auch noch eine andere Form von Surveys, das sind die akustischen Surveys. Da werden Transekte gefahren und vom Schiff aus wird in einem Fächer-Echolot ja, nach unten der bis zum Meeresgrund halt, ja, Echosignale abgegeben, das rückkehrende Echo wird erfasst und daran kann man auch Fischschwärme, wenn man ein bisschen Übung darin hat und es einem mal ordentlich erklärt wurde, identifizieren. Das ist an Bord des Forschungsschiffs eine recht einsame Gelegenheit, denn es muss 24 Stunden beobachtet werden und dann sitzt man davor am Bildschirm, schaut immer, was da für ja, Schwärme unter einem langziehen und gibt sie, also protokolliert sie eben. Braucht ein bisschen Erfahrung, ist, aber hat viele Vorteile, weil man eben nicht fischen muss. Es geht schnell, es ist nicht invasiv, man tötet kein Tier dafür, was ja auch eine gute Sache ist. Und es ist eben ja, zeit- und aufwandseffizient für das Assessment. Es ist leider sehr unterschiedlich effektiv. So sieht dann so ein Echobild aus. Das ist ein bisschen schwer zu sagen, was das ist. Ich würde sagen, es ist ein Schwarm Sporken. Dafür braucht diese Form, die diese Schwärme bilden und wie gut dieses Echo zurückgeworfen wird, das ja, braucht ein bisschen Erfahrung, bis man das beurteilen kann. Und es werden auch Vergleichsfänge gemacht, um diese Beobachtungen zu validieren. All diese Parameter, die auf solchen Reisen und in solchen Beobachtungen entnommen werden, dienen dem Assessment, also der letztendlichen Feststellung der zulässigen Höchstfangmenge. Damit werden aber noch keine Forschungsfragen beantwortet, sondern damit werden erstmal nur Zeitreihen weitergeführt. Aber ja, in der Fischerei- und Ökosystemforschung gibt es ja auch noch viele offene Forschungsfragen, die wir beantworten müssen. Und auch dem versuchen wir uns an den Tübingen-Instituten zu widmen, ja, auch wenn das Assessment natürlich den Großteil der Zeit und Ressourcen verschlingt. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist das aktuell laufende Projekt Kran Impact. Krabbenfischerei ist die wichtigste deutsche Küstenfischerei, ist an der Nordsee ziemlich allgegenwärtig. Und ja, wenn man das nicht kennt, also Nordseekrabben werden mit sogenannten Baumkurren gefischt. Das ist ein eigentlich verhältnismäßig leichtes Grundschleppnetzgeschirr, das oben durch ja, so einen Baum, also ein Querholz, offen gehalten wird und hier unten ist das Geschirr, das dann über den Meeresgrund gezogen wird. Und der Effekt dieses Geschirrs auf den Meeresgrund im Wattenmeer, der ist umstritten. Die einen sagen, mit diesem Grundschleppnetzgeschirr werden empfindliche Arten gestört oder verletzt und getötet, also es verhindert,
das Entstehen bestimmter Lebensgemeinschaften, bestimmter strukturbildender Organismen. Die anderen sagen, dass im Wattenmeer gibt es sowieso so viel Sedimentbewegung, so viel Gezeitenstrom, dass solche Lebensgemeinschaften in den meisten Regionen noch gar nicht entstehen können. Ja, und im Projekt wird sich eben, weil die Krabbenfischerei so wichtig ist, auch eine starke Lobby hat und in der ganzen Küste betrieben wird, ja, und die Nordseekrabben für viele auch irgendwie zumindest zum Urlaub dazugehören, wird in diesem Projekt eben der Einfluss der Krabbenfischerei untersucht. Das macht man, indem man befischte und unbefischte Flächen vergleicht. Es gibt einige Flächen in der Nordsee, die theoretisch für Krabbenfischerei geeignet wären, die aber seit Jahrzehnten nicht genutzt werden. Und die Kollegen sind mit Probenetzen unterwegs, mit Videoschnitten, mit Echoloten, an sehr feinen Echoloten, die Bodenstruktur genau aufzeichnen können. Ja, und versuchen diese sehr dringliche Forschungsfrage zu beantworten, sind in der finalen Phase ihres Projekts. Und da lohnt es sich meiner Meinung nach sehr mal auf die Updates zu schauen. Denn das ist eine spannende Forschungsfrage. Anderes Beispiel ist auch die Erforschung seltener Arten. Denn natürlich fahren wir viele Surveys mit unseren Forschungsschiffen, aber wir fangen immer mit dem gleichen Netz, damit diese Messreihe standardisiert ist. Und dieses Netz fischt nicht alle Arten gleich gut. Hundshaie zum Beispiel, die der größte Hai ist, der in deutschen Gewässern regelmäßig vorkommt, fangen wir nicht. Die sind einfach zu schnell, meiner Meinung nach auch ein bisschen zu schlau, um in Grundschleppnetze zu geraten. Ja, und mein Kollege Matthias Schaber, den man hier im oberen Bild gesehen hat, der fährt regelmäßig nach Helgoland, fischt Hundshaie schonend mit Ködern, wo nur ganz kleine Haken drin sind, die die nicht schlucken können, deckt sie mit Satellitensendern und lässt sie dann wieder schwimmen. Dieser Satellitensender hält 2 Jahre, er verfolgt die Wanderungsbewegung des Hais, er stört ihn nicht, weil er sehr, sehr leicht ist. Und nach 2 Jahren fällt er ab, sendet ein Signal und kann dann eingesammelt werden. Ja, mit diesen Erkenntnissen kann ja Rückschlüsse auf die Biologie und auf das Wanderungsverhalten dieser Art gezogen werden, über das wir noch gar nichts wissen. Ich meine, es ist der größte Hai in deutschen Gewässern und wir wissen quasi nichts über diese Art. Also ja, für mich auch ein spannendes zeitgenössisches Forschungsprojekt. Ganz kurz muss ich der Vollständigkeit halber die Modellierung erwähnen. Ohne Modellierung funktioniert moderne Fischereiforschung nicht, definitiv nicht. Denn diese ganzen erhobenen Daten, diese ganzen Erkenntnisse, die guckt sich nicht einer an und sagt, das ist unsere Höchstfangmenge, sondern es gibt lange implementierte und immer weiter verbesserte Bestands- und Ökosystemmodelle. Und ja, man muss wirklich on top of Statistik sein und auch vor Datenverarbeitungsprogrammen keine Angst haben, wenn man sich heutzutage in der Fischereiforschung irgendwie damit auseinandersetzen will. Und auch ich bin mittlerweile ja sozusagen unter die Modellierer gegangen. Der Unsicherheitsbereich dieser Modelle ist allerdings oft groß, denn wir geben uns Mühe, viele Daten zu sammeln. Aber am Ende sind es dann ja pro Art dann doch nicht so viele Datenpunkte. Die Vorhersagen, die wir anhand der Modelle treffen, siedeln wir eigentlich immer am unteren Bereich unseres Unsicherheitsbereiches an. Damit wir nicht, wenn wir großzügig schätzen, eine Übernutzung der Bestände riskieren. Das ist wichtig, weil eben auch gerne mit dem Unsicherheitsbereich der Modelle argumentiert wird. So, wenn all diese Trends, all diese Erkenntnisse zusammenlaufen, werde ich häufig gefragt, ja, wie sieht es denn um die Fischerei aus? Kann man überhaupt noch Fisch essen? Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige Frage. Eine gute Lektüre, kann ich Ihnen empfehlen, ist der globale Bericht der Food and Agricultural Organization, FAO, zum State of World Fish Stocks. Und diese Grafik hier, die sieht man viel in den Medien und die ist sehr gern falsch interpretiert. Deswegen ist sie mittlerweile um die Begriffe sustainable und unsustainable erweitert. Denn hier steht maximally sustainably fished. Das bedeutet nicht, der Bestand ist am Limit und die Nutzung ist maximal und wenn nur ein bisschen mehr gefischt wird, dann ist er übernutzt. Das bedeutet, dieser Bestand wird nach dem Konzept des maximalen Dauerertrags bewirtschaftet, was eben nicht mehr wie früher bedeutet, nur Bestandsgröße auf Hälfte, sondern wo all diese Parameter, die wir sammeln, einfließen. Trotzdem sehen diese Trends, die wir hier sehen, nicht so gut aus. Die nicht nachhaltig genutzten Bestände werden immer mehr. Die unterfischten Bestände gehen langsam aber sicher gegen Null.
In dieser Grafik steckt aber auch nicht alles drin. Es gibt große regionale Unterschiede. Europa, was lange das Sorgenkind in der Fischerei war, weil fast alle unsere Bestände überfischt waren, hat sich in den letzten 10 Jahren enorm verbessert. Von 79% übernutzter Bestände 2007 auf 43% in 2019. Was ja eine enorme Verbesserung ist und was auch die meisten großen Fischbestände einschließt. Eigentlich alle numerisch wichtigen Bestände mit hohen Fangmengen sind mittlerweile nach MSY bewirtschaftet. Und es hat da auf jeden Fall in jetzt ungefähr 30 Jahren, würde ich sagen, anders denkenden Fischereimanagement auf jeden Fall Fortschritte gegeben. Zum Ende noch ein kleiner Blick in die Zukunft, denn gefühlt haben wir jetzt gerade so ein bisschen das Assessment und das Bestandsmanagement in den Griff bekommen. Und es gibt aber ganz viele neue, schwierige Herausforderungen, die auf uns zukommen. Klimawandel, es überrascht, glaube ich, keinen, dass das Erste ist, was ich vorstelle, wird genauso wie es das Leben der Menschen global stark beeinflussen wird, wird es auch die Fischbestände stark beeinflussen. Wie bei den Menschen auch, wird es da große regionale Unterschiede geben. Manche Fischbestände werden davon profitieren, dass es mehr sich erwärmt, dass sie mehr Beute zur Verfügung haben, dass sie ein größeres Spektrum haben, in dem sie sich bewegen können. Andere werden davon definitiv nicht profitieren und immer schwieriger nutzbar sein und auch immer schwierigere Zeiten haben, den Bestand überhaupt aufrechtzuerhalten und sich überhaupt fortzupflanzen. Wie es der Fischerei am Ende mit dem Klimawandel gehen wird, ist aufgrund der Vielfalt der Faktoren schwierig. Denn für die Fischerei ist nicht nur wichtig, gibt es Fisch, den ich fischen kann, sondern es ist eben ein Business, und da wo sozioökonomische Faktoren reingehen. Und mit sowas versuchen wir uns auch in unserer Arbeitsgruppe zu beschäftigen. Mein Projekt, mein aktuelles, ist das Projekt Future Maris, oder es gehört zum Future Maris Projekt. Es ist ein großes europäisches Projekt aus den Horizon 2020 Projekten, und also wo es um den Einfluss des Klimawandels auf Ökosystemdienstleistungen und Biodiversität geht, also ein sehr weites Feld. Uns geht es um die spezifische Ökosystemdienstleistung Fisch als lebende Meeresressource, die genutzt werden kann. Und uns interessiert der Einfluss des Klimawandels, der mögliche Einfluss auf die demersale Nordseefischerei, demersal also Grundfische. Wir nutzen ein bioökonomisches Modell, Flottenmodell, das möglichst viele Aspekte dieser Komplexität berücksichtigt. Wir versuchen räumliche Aspekte zu berücksichtigen, zum Beispiel räumliche Projektion der Klimasensitivität. Wo wird es besonders schlimm in den Küstenregionen? Was verändert sich sehr stark? Was verändert sich vielleicht nicht so stark? Kann diese Fischerei bei fortschreitendem Klimawandel überhaupt noch nachhaltig betrieben werden? Und wenn ja, von wem und in welchem Maß? Denn in der Nordsee wird sich sehr viel ändern. Für Kabeljau ist die Nordsee schon jetzt als Habitat immer ungeeigneter. Die Karte hat ein Kollege von mir erstellt. Sind die letzten 50 Jahre, also das ist schon die Vergangenheitsprojektion, das ist noch nicht, was in Zukunft noch kommt, und es hat sich schon extrem viel getan. Die Farben sind sozusagen umgekehrt, als man es erwarten würde. Blau heißt als Habitat schlechter geeignet, rot heißt als Habitat besser geeignet. Man sieht, die südliche Nordsee ist für den Kabeljau als Habitat mittlerweile quasi ungeeignet. Und auch schon jetzt kommt er da quasi nicht mehr vor. Dafür werden andere Arten immer häufiger, die man da früher nicht gesehen hat. Zum Beispiel Kalmare. Das ist ein Lolligo oder Ilex, die sind sehr schwer zu unterscheiden. Es gibt ein paar verschiedene Arten. Sie alle sind in der Nordsee im Sommer immer häufiger. Sieht man, man hat hier keinen Maßstab, der ist gut und gerne einen Meter lang. Und diese Tiere sind auch Prädatoren und sie sind sehr, sehr gierige Prädatoren. Das heißt, sie erhöhen mittlerweile wahrscheinlich den Prädationsdruck, weil sie Jungfische fressen oder sie sind Nahrungskonkurrenten für etablierte Fischbestände. Aber möglicherweise sind sie auch selber als Fischereiressource interessant, denn auch Kalamari werden gerne gegessen. Es geht nicht nur um Wirbellose, nicht nur um Kanare, sondern es geht auch um die verschiedenen Fischbestände. Und das ist vielleicht noch wichtiger. Hier ein anderes Beispiel, der Hechtdorsch. Eigentlich kennt man ihn in Deutschland als Seehecht, Merluccius, ist eigentlich eine typische Mittelmeerart. Und so ein bisschen dann noch an der spanisch-portugiesischen Küste rauf bis in die Biscaya. Und weil er eigentlich nur dort vorkommt, sind nur 4% der Quote auf diesen Fisch für die Nordsee vorgesehen. Mittlerweile sind aber 30% des Bestandes in der Nordsee. Er ist quasi in jedem Fang in immer größeren Zahlen. In den letzten 10 Jahren hat sich die Laicherbiomasse in der Nordsee verachtfacht. Und dadurch ist er für die Fischerei zu sogenannten Choke Species geworden. Choke Species
heißt, ein Fischer betreibt eine gemischte Fischerei, in der verschiedene Arten sind. Er muss alle quotierten Arten anlanden, das besagt die No-Discard-Regelung der EU. Ich darf in der EU alles, was ich fange, nicht wegwerfen, wenn es quotiert ist. Das heißt, wenn seine Quote für Seehecht aufgebraucht ist, von der er ja nur ganz, ganz wenig hat, dann muss er aufhören zu fischen, weil er nicht mehr Seehecht fangen darf. Aber seine Zielarten, die hat er noch gar nicht drin. Und muss wieder in den Hafen fahren, muss alles wieder abladen und wieder neu rausfahren. Es gibt ganz viele kurze Reisen, das Ganze wird furchtbar unrentabel und ineffizient. Und dieses Problem ist eben ein Problem der relativen Stabilität. Diese festgelegten Kuchenstücke, zum Beispiel wie wir es vom Hering gesehen haben, oder eben auch von Seehecht, die lassen sich bei der zukünftig kommenden Bestandsverschiebung nicht mehr halten. Und schon jetzt tauschen die Fischer, denn das dürfen sie, so gut sie können irgendwie Quote miteinander und schachern die so halb legal über den Tisch. Dabei können sie eigentlich das, wofür sie Quote haben, gar nicht mehr wirklich fangen. Und die EU ist noch ein bisschen zögernd daran, dieses Prinzip anzugreifen, aber eigentlich muss es gemacht werden. Klimawandel ist das wichtigste Problem und die größte Herausforderung, die auf uns zukommt, aber sie ist nicht die einzige. Und jetzt gibt es noch zum Schluss ein, zwei andere Aspekte. Der marine Raum ist mittlerweile stark genutzt und eigentlich vollständig verplant. Denn die ausschließliche Wirtschaftszone der EU ist die größte der Welt. Jede EU-Nation hat einen Raumnutzungsplan und das hier ist unserer. Und ihr seht, da ist kein Platz mehr. Die Fischerei ist in diesem Raumnutzungsplan erstmals auch enthalten. Das hier ist die neueste Auflage von 2021. Vorher gab es kein Fischereivorranggebiet da drin. Hatte den ganz einfachen Grund. Die Fischerei wurde bei den ersten Verhandlungsrunden gefragt, wollt ihr ein Vorranggebiet für Fischerei in der ausschließlichen Wirtschaftszone? Sie sagten, nein, wir sehen die gesamte Wirtschaftszone als Fischereivorranggebiet. Und diese etwas bockige Haltung hat dazu geführt, dass sie gar nichts abbekommen haben. Und mittlerweile hat sich das aber auch ein bisschen geändert. Sie sitzen mit am Verhandlungstisch. Es gibt das erste Vorranggebiet für die, die es nicht gesehen haben. Da ist es. Dieser kleine gelbe Fleck hier ist Nephrops Vorranggebiet. Das kennt man eher als Skunky, also Hummer-verwandte kleine Krebstiere, die extrem standorttreu sind und die definitiv nur da zu fangen sind. Ja, man sieht, die Raumkonkurrenz steigt und steigt und auch für die Fischerei wird es küstennah eng. Und auch an diesem Problem oder dieser Entwicklung wird am Tümen gearbeitet. Das Projekt meiner Kollegin Sius Tipp beschäftigt sich mit den Effekten, die Windparks auf Ökosysteme und Fischbestände in der Nordsee haben. Denn das ist weitgehend ungeklärt, welche Effekte diese Windparks haben. Aggregieren sich da die Bestände einfach nur? Sind sie also im Rest der Nordsee nicht mehr zu finden? Oder sind sie vielleicht sogar eine günstige Kinderstube und begünstigen eher das Aufwachsen junger Kabeljau zum Beispiel? Da wird ganz viel werden Proben gesammelt und Unterwasserbeobachtungen durchgeführt, alles sehr, sehr spannend. Und es werden eben auch Managementkonzepte entwickelt, die so eine Integration ermöglichen würden. Erste Erkenntnisse deuten zum Beispiel darauf hin, hier Taschenkrebse sind relativ groß, also ein ausgewachsener Taschenkrebs ist schon so, und da ist auch ein bisschen Fleisch dran. Und die sind eine fischereilich auch interessante Ressource. Und es sieht alles so aus, als würden die im Windpark sich wahnsinnig wohlfühlen und sehr, sehr gut nachwachsen. Die Co-Nutzung mit Aquakulturen wird auch diskutiert, aber dass da Aquakulturkäfige zwischen den Kraftanlagen hängen, das ist im Moment noch nur auf dem Papier und ein bisschen Zukunftsmusik. Aber vielleicht kommt es auch noch. Als Vorletzte, das ist, glaube ich, einmal kurz noch Zukunftsperspektive unserer Probenahme, denn wir müssen auch unsere Probenahme verbessern. Dieser Akustik-Surveys, von denen ich schon gesprochen habe, das wäre eigentlich ideal, die zu automatisieren. Sowas wie eine Drohne im Wasser, einen Gleiter zu nehmen, der nicht invasiv und mit minimalem Aufwand seine Transekte fährt und diese akustischen Surveys ganz alleine macht. Gibt es noch ein paar technische Hürden, man muss dafür sorgen, dass er nicht gegen ein Schiff fährt, aber ansonsten ist das eigentlich fast schon bereit, das zu machen, und es wird auch in naher Zukunft soweit sein, dass unsere akustischen Surveys eigentlich von Drohnen gefahren werden. Außerdem so stationäre Beobachtungshubs wie hier, das Projekt nennt sich UFO, und dieses UFO wird an einem Punkt irgendwo in einer Bucht oder
einer Meeresstraße oder so versenkt, steht fest und ist vollgepackt mit Sensoren, Echoloten, Kameras, Akustiker, sie bauen da alles auf, was sie in die Finger kriegen. Und die liefern auch wirklich aber ganz irres Material. Denn man kann darauf nicht nur Rückschlüsse ziehen, was schwimmt hier alles vorbei, welche Tiere haben wir hier in unmittelbarer Umgebung, sondern auch wie verhalten sie sich. Zum Beispiel, wie jagen Schweinswale in dieser Umgebung, wie jagen Robben. Also kann ich auch die Projektseite sehr empfehlen, da gibt es ein paar spannende Filme und Echolotaufnahmen. Allerletztes, Fischereimanagement bedeutet auch, dass in den Fischereifahrzeugen was verändert wird und das Reizwort im Moment in der EU-Fischerei ist CCTV, also die Videoüberwachung. Es ist wissenschaftlich gesehen erwiesen, dass die Videoüberwachung an Bord extreme Vorteile bringt. Man erfasst den gesamten Fang, man kann automatisch mit Algorithmus eine Längenmessreihe vom Fang erstellen lassen, man erfasst den gesamten Beifang, es gehen einem dieselben Arten nicht mehr durch die Lappen und mit einem trainierten Algorithmus muss das nicht mal ein Mensch machen, sondern es kann eben schon der Computer auswerten und würde unsere Datenerhebung so viel verbessern. Die Fischer haben da ein riesiges Problem mit, sie fühlen sich ja völlig übermäßig kontrolliert und Überwachungsstaat und Big Brother. Und auch datenschutzrechtlich ist es in der EU einfach enorm problematisch. Man darf nicht jemanden einfach so mit der Kamera überwachen. Wissenschaftlich hätte es große Vorteile und ich hoffe, dass da eine Lösung gefunden wird, mit der alle Beteiligten irgendwie zufrieden sind und die implementierbar ist. Denn man muss am Ende auch immer mit den Fischern reden und entscheiden und darf nicht über ihre Köpfe hinweggehen. Denn die sind diejenigen, die da draußen ja Fischerei betreiben. Mein Fazit, nachdem ich auf diesen Vortrag vorbereitet habe, mich nochmal so durch die Vergangenheit gewühlt habe und den aktuellen Stand angeschaut habe. Unser Kurs in der Fischereiforschung, der steht auf Nachhaltigkeit und ich finde, in den letzten Jahrzehnten hat sich viel getan und es wurde viel erreicht. Aber es bleibt auch echt viel zu tun. Kleine Referenzliste kann ich jedem Interessierten geben. Das sind so, da steht so das Wichtigste drin, was ich hier heute gesagt habe. Alle Abbildungen, die hier ohne Urheberrechtsverweis verwendet wurden, sind entweder lizenzfrei oder sie stehen unter der Lizenz des Thüringen-Instituts. Hier sieze ich noch, aber ja, euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Adventszeit, danke, dass ihr da wart. Und, ja, das war's.